Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FMZ Cup und wir sind diesmal mit, nee, nicht Zuschauerbeteiligung, aber mit dem John. Ja, John ist richtig, oder? Ja, mein Internet-Synonym. Dein Internet-Synonym, gut. Ich bin ja auch immer nur der Yeti von daher, oder Raketen-Yeti. Irgendwann hat sich Yeti durchgesetzt. Ja, das für mich das letzte Spiel, für dich dein erstes Spiel. Tunesien gegen Iran, das wird spannend. Freude pur auf beiden Seiten. Also nach dem FM bist du der Favorit. Echt? Krass, dass ich das mal erleben darf. Stimmt. Gott. Ja. Iran Der ist... Favoritenrolle gerecht werden. Oh Gott. Nee, das kann ich nicht. Ich erwarte nichts. Ich habe zwei Spiele verloren. Passenderweise müsste ich jetzt 2-0 verlieren. Ich muss sagen, ich bin wirklich aufgeregt. Ich weiß gar nicht, was los ist. Ich auch gerade. Vor allem, weil ich jetzt mal so Interaktionen hier habe und nicht nur für mich rede. Das ist das erste Mal in einer Aufnahme, dass ich einen Zuschauer... Ach Mann, nicht Zuschauer. Ist einen okay. Mitspieler habe, so. Ein Gegner, so. Also ich bin fertig. Ich auch. Bei mir steht wartet. Okay, dann mache ich hier kurz weiter. Nochmal kurz abchecken. No. Ja, das passt doch. Obwohl hier die, wie hießen die nochmal, die Freistoßschützen, die muss ich noch. Ach kurz. Gott. Das ist alles wichtig. Mikromanagement. Obwohl, das mache ich jetzt auch, wenn du das machst. Also das ist alles wichtig. Bei meinen Freundschaftsspielen habe ich ein paar Tore darum geschossen. Also oh. Darum. Hast du die auch eingestellt? Ja. Warum kann ich die jetzt nicht hier per Track and Drop reinziehen? Bin ich zu doof? Vielleicht hast du schon quasi weitergedrückt und kannst nichts mehr an der Aufstellung ändern. Das könnte vielleicht sein. Och, ich hasse dich, FM. Dann halt nicht. Dann bin ich jetzt fertig. Mit meiner wunderschönen Aufstellung. Was ist denn das eigentlich für eine? Ich glaube, die ist aus Dänemark. Müsste aus der Aufstiegssaison mit dem Ski-WIK sein. Aus der dritten dänischen Liga. Also sie war normalerweise spiele ich immer eine 4-3-3-Aufstellung, aber mit Iran. Naja, hat nicht geklappt. Ich hätte jetzt auch gern meinen 4-3-3 aus Wales rausgepackt. Ich habe nur zwei Stürmer, das ist das Problem. Oh, es geht los. Du hast kein Bale. Ja, das auch. Ja. Wales im Sinne von ein Team aus Wales. Ach, Camerton okay, Town. Aber ich habe sie immerhin in die Europa League Vorqualifikation irgendwie bekommen. So, ein wunderschönes Stadion hier. So, ich gucke jetzt mal erstmal. Nervös. Ich mache das jetzt mal hier ein bisschen langsamer, wenn ich hier schon Leute noch dabei habe, die reden. Tor! Für wen eigentlich? Ich habe nicht hingeguckt. Ich bin weiß. Ah, stimmt, das wäre mein Tor gewesen. Schiebung! So, jetzt die vier Raketen stehen. Oh Gott, was hast du für Namen? Gott, bin ich froh. Oh, Dijaga, den kenne ich. Ja, genau, den kennt man noch. Den kennt man noch. Ja. War das ein Schuss? Ja, ich versuche die Statistiken hochzupischen. Ah, okay, ich verstehe. Nee, das wird schwer. Die schießen einfach so. Das ist schön. Dijaga, den einzigen, den man kennt, und dann kommt so ein Schuss, der nicht mal ins Tor ausgeht. Ich musste extra ein Bild von dem Kader machen, damit ich die Namen nicht verwechsel. Ich hab dich vergessen. Das kann ich mir vorstellen. Da muss ich mir immer wieder die ganzen Statistiken angucken, wie die spielen und ach, das war der, alles klar. Und das ist... Da hast du schon mehr gemacht als ich. Oh Gott, wie heißt der? Jahan Bakshi. Bakshi, ja, irgendwie sowas. Warum bist du eigentlich die ganze Zeit in der Offensive? Das gefällt mir nicht. Das ist abseits. Du hast auch minimal mehr Ballbesitz. Na, jetzt kommen wir hier. Ich kenne mein minimal. Team nicht. Minimal. Ja, nach 4 Minuten. Ja, aber das ist eigentlich auch mein Spiel. Quasi ein hat er die? Den Ball haben. Aber ich habe Hadadi. Ja, schöne Mann. Ja, finde ich auch. Oh Gott. Schöner Pass von dir. Na toll, jetzt werde ich hier ausgekontert. Ich sehe doch eh, dass ich verliere. Ich habe mich mit Siehst dem Team meine nicht Spieler auf... rennen. Die rennen alle los. Wie oh. Aber Hass ein Held.
Ich finde den Namen Kyle von meinem Torwart. Ich mag den Typ eigentlich gar nicht, weil der gegen Lupus, gegen Serbien total scheiße gehalten hat. Und deswegen hasse ich ihn, aber. Naja. So, komm, Dejaga, nochmal zum Einwurf. Immer schön ruhig spielen, Jungs. Schön aufbauen. Ne. Bisher gefällt mir das noch nicht so. Ach, Iran, ich hätte eigentlich so gern Mexiko gehabt. Was weißt du, ich hätte so viel anderes gerne gehabt. Panama ja, zum Mexiko. Beispiel. Ja, nein, Panama. Da ist Tunesien dann noch ein bisschen besser. Hast du eigentlich einen guten Freistoßschützen? Weißt du? Ich glaube, der hat. Was hat der gehabt? 14, glaube ich. Ist das gut? Dafür müsste ich aber einen Freistoß kriegen und mal vorne sein. Ich habe das Gefühl, die ersten 6 Minuten gehören dir. Ja, das ist immer, also auch bei meinen Karrieren ist immer, zum Teil habe ich das Spiel und dann sind 15 Minuten Chaos und da verliere ich das Spiel dann. Gut zu wissen. Ja, also ich sag nicht, warum ich das Spiel verlieren könnte. Das kann ich dir am Ende erzählen. Weil jetzt kannst du noch umstellen. Ach, weißt du. Als ob mir das hilft. Ich hab eh nichts zu gewinnen, zu verlieren, außer Ehre. Ja, das ist quasi das Südkorea-Deutschland-Spiel. Aha, okay. Die kamen ja auch nicht weiter, Südkorea, auch wenn die gewonnen haben. Ja, doch. Erinnere ich mich jetzt richtig? War das nicht das letzte Spiel? Doch, war es. Faszinierend. Wann habe ich denn überhaupt gelb gesehen? Und warum? Du hast gelb? Ja! So, jetzt kommen hier Konter. Tiefenentspannte Ruhe hier. Khalifa geht ab. Nee. Ja gut, das ist Iraner. Ich hatte die Hoffnung, dass er einen Ball vertändelt. Ohne jetzt böse gegenüber deinen Spielern zu sein. Ich darf das. Ich hab Tunesien. Ich hab Iran. Das macht's irgendwie nicht besser. Fatt eine Gruppe, nee. Ey. Nee, aber echt, ey. Aber wenigstens ist es okay. Hätten wir irgendwie Frankreich in der Gruppe, wäre das ja... Boah, hör mir auf. Das wäre ein Chaos. Also Senegal ist eigentlich, also soweit ich die kenne, sind die eigentlich am besten, sag ich mal, von der Gruppe. Ne, ich hätte jetzt eher so, was, Senegal? Ich hätte ja. Jetzt eher Senegal, Nigeria. Ah, der Kaui hat gelb. Warum? Und warum verliert er den Ball? Jawohl, schön erobert. Ich glaube, ich muss gleich taktisch umstellen, das geht gar nicht hier. Ich weiß zwar noch nicht, jetzt, wie. Jetzt, aber jetzt. Komm zurück. Jetzt einfach mal alles anschießen. Alter. Das ist wie der Fußball in der türkischen Liga. Ich kenne mich da nicht so aus. Ja, ich gucke ja die türkische Liga manchmal darum. Ah, okay. Also nicht die großen Teams, aber die anderen, das ist echt Drittliganiveau manchmal. Na, dritte Liga hatte ich auch. Ich stelle um mir Reichstadt, ey, das geht ja gar nicht hier. Nein, mach weiter so, es läuft alles gut. Ich brauche eine andere Taktik, die ist doof. Ist das jetzt eine andere Taktik, die ich gerade gewählt habe? Ich weiß es nicht. Ah, wenn man nicht mehr weiß, welche Taktik man hat, auch schön. Komm, das zieht doch hier. Jetzt, um gewinnen. Oh. Schön, komm durch. Na komm, du guckst hier weiter, während ich hier Taktiken bastel, ey. Problem ist, ich muss irgendwie mit dem umgehen, was ich gerade hier rumfliegen habe. Scheiße. Warte mal, alles zurücknehmen. Verdammt. Also ich kann dir die Taktik geben, die ich mit Tunesien am ersten Freundschaftsspiel gespielt habe, wenn du willst. Wie hast du da gespielt? Also ich habe versucht, meine 4-3-3-Taktik einzubringen, aber naja. Mit 2 Stürmern, auch schön. Ach komm, ich stelle jetzt hier einfach hier... Oh, der eine ist sogar ein kompletter Stürmer hier, faszinierend. Komm, machen wir mal so. Ich versuche jetzt hier irgendwas Sinnvolles rauszubasteln. Ich habe keine Ahnung, ob das hier was wird. Du siehst dadurch alles zwar gerade langsam, aber das Leben ist hart. Wir genießen dieses Spiel jetzt einfach mal. Das letzte, ich muss es in die Länge ziehen, diese Folge. Ich genieße, dass ich gut spiele. Genau. Bis jetzt. 15 Minuten noch. Genieße den Auftritt in der Öffentlichkeit auch. Oh, Ball liegen lassen finde ich auch gut.
Sind eigentlich meine Änderungen schon drin? Frage ich mich gerade. Foul! Schön erobert. Vor allem schön, der heißt nicht Mohammed, der heißt Mohammadi. Das war auch ein schönes Tackling hier. Boah, ey, die drehen sich ja in Zeitlupe gefühlt. Obwohl das ja die normale Geschwindigkeit an und für sich ist. Aber ich glaube, bei FM ist die normale Geschwindigkeit aber auch irgendwie... Es kommt mir langsamer vor als in echt. Ja, vielleicht liegt es aber auch an dem Niveau hier. Das kann auch sein. Wurde mir nämlich auch mal gesagt. Iran, das ist doch ein Klassiker. So, hier Khalifa. Nein. Die erste gute Chance hier. Jetzt geht's ab. Und es geht. Oh, ich stell das mal ein bisschen schneller. Das geht mir zu langsam. Zumindest ein Ticken. Etwas schneller. Während der Highlights, ey. Ah, das sieht schon mehr nach Fußball aus oder so. Ja, ein bisschen, genau. Dynamik. Guck, da sieht man, er rennt. Er rennt, genau. Er geht nicht nur schnell, er rennt. Oh Gott. Ja, komm, da ist doch jetzt. Was war das mit dem Schuss? Ich dachte kurz, Amazon wäre am Ball, aber der heißt, glaube ich, nur Asmoon. Amazon hat einen Spieler erstellt. Ja, hier, Asmoon. Naja, fast. Den Spieler mag ich, den Namen versuche ich gar nicht auszusprechen. Warte. Aber genau den hier, den Purali. Tor. Na toll. Purali Ganji mit der Vorlage, ey. Genau, müsste sogar richtig sein. Ja, hört sich richtig an. Ich finde Ganji gut. Ganji. Ah. Und der Torwart spielt scheiße. Aus Prinzip jetzt. Das läuft doch gar nicht so schlecht. Alter, wie viele Highlights hat dieses Spiel? Auch wenn es die erweiterten sind. Das ist ja gefühlt das ganze Spiel, was wir hier gucken. So, jetzt direkte Antwort hier. Nein. Oh. Nein, geht auch keiner rein, ey. Ich würde gern mein Team zusammenscheißen, aber es geht ja nicht. Ja, das habe ich auch vermisst. Ja, Feyani, komm, krieg auch noch gelb. Traum. Hast du eine rote im Turnier bekommen schon mal? Nee, ich glaube noch nicht. Jo, ich finde das nett, dass ihr auch versucht, die ins eigene Tor zu schießen. Die verwirren sich manchmal. Ein bisschen. Ich habe es versucht, denen zu erklären. Wir müssen auf das andere Tor, aber... Ich glaube, ich spreche nur Deutsch. Na, das ist doof. Kannst du nicht den Dejaga als Übersetzer nehmen? Der müsste doch Deutsch können. Obwohl, wo spielt der eigentlich inzwischen, weißt du? Oh, keine Ahnung. Irgendwo noch ein bisschen Geld verdienen, bestimmt. Mhm. Aber nicht nochmal. Jetzt hier, nee, aber. Schicki. Geht doch drauf. Oh. Ja, schön. Komm, mal eine bessere Flanke. Nee. Hand. Du musst dir merken, ich werfe gerne Foul und Hand und sowas einfach so. Oh. Nein, das ist ein. Das war aber cool geklärt mit dem Kopf. Muss man aber ja schon sagen. War fast ein Ronaldo-Sprung. Boah, jetzt hier Tiki-Taka. Oder so. Das ist, ich finde immer geil, wie das Netz immer wackelt. Obwohl der null ins Tor geht. Aber das Netz wackelt. Aber immerhin komme ich jetzt mal nach vorne. Das freut mich ja schon mal. Schön, wie die immer angerannt kommen und dann trotzdem. Oh, ich dachte gerade schon. Aber die Aufstellung von dir ist, glaube ich, effektiver. Hast du die geändert? Ja, oder? Ja. Ja, weil da stehen jetzt meine Leute hinten. Da stehen jetzt. Genau. Ich habe Spieler eingewechselt. Aber. Ja, komm! Oh. Ich hätte jetzt gelacht, wenn der Barack. Ah, das ist doch schön. Ja, verdammt. Immer diese typische lange Bälle, ja, da müsste irgendeiner vorne stehen. Kick and Rush. Meine beliebteste Art und Weise, Fußball zu spielen eigentlich. Komm. Wohin ging der Schuss? Gegen den Gegner, gegen uns. Boah, ich dachte gut, die hauen sich gegenseitig über die Ohren. Oh, schöner Ball. Komm, Khalifa. Mohammadi, ey.
Oh Gott, was hat der denn? Konter. Ja, ich sehe schon. Komm, der Jagger, komm. Eine rote, was war das denn? Naja, es war taktisches Foul, ist gelb, ja. Ist okay. Ich will rot. Ja, du. Oh, schon wieder ein Highlight. Falsche Richtung, Leute. Ich merke noch nicht, dass ich besser werde von den Statistiken her. Aber vom Spiel her eigentlich schon. Du kommst nach vorne mehr als die ersten 15 Minuten oder 16 Minuten. Ich meine, in einer Hinsicht sind wir sehr effektiv. 5 Fouls, 3 gelbe. Jo. So, jetzt aber, komm. Na. Oh, aber deine Kopfballstatistik ist aber auch nicht gut. 35% nur. Ja, wenn sowas hier rauskommt, jetzt, Gaui. Nein, leck damit. Gott. Ferjani, die Pfeife, der hat, glaube ich, schon ein Eigentor gemacht in dieser, in dem Cup, wenn ich mich jetzt nicht irre. Irgendwie hat er Murks gemacht. Wenn Highlight bei dir vorne anfängt, müsste es für mich sein. Sagt er und kassiert ein Tor. Wir genießen aber echt jede Minute. Das Spiel ist, geht das schon Spiel länger, länger als meine bisherigen. Das ist das Highlight-Spiel. Ja, aber sowas von. Jetzt aber. Schön. Alter, Falter. Einfach mal mit dem Kopf durch die Wand. Das ist die Taktik, die ich denen beigebracht habe. Ich merke das. Nee, warte, das war aber mein Team. Nein, das. Ach so, ich dachte, du meinst meinen Verteidiger. Nein, mein Verteidiger ist jetzt quasi auch einfach reingerannt. Ja, toll. Oh, oh, oh. Achso. Wo war jetzt das Highlight? Ich weiß es nicht. Was ist denn das? Das Highlight war jetzt, dass wir... Meter daneben. Alter. Das Highlight war jetzt, dass ihr den dass ich den Freistoß bekommen habe. Ich warte ja noch darauf, dass da durch ein Tor fällt, durch einen Rückpass. Ja, ich habe quasi den Libero-Torwart eingestellt. Mhm. Aber ob das mit dem Torwart gut geht, keine Ahnung. Nee. Ja, bisher hat er ja noch keinen Schuss aufs Tor bekommen. Na? Der war mal gefährlich. Der Shojai, oder wie er heißt, ist eigentlich auch nicht schlecht. Also von den Statistiken her. Ich habe Angst, dass ich irgendwann gelb rot sehe. Irgendwann. Also ich komm. Los. Hat er die. Yay, wieder eine Ecke. Wieder ein Highlight. Aber es gibt viele Ecken in diesem Spiel. Ja, komm. Oh. Und noch eine. Einer geht noch. Noch eine Ecke für dich. Ja. Deine sechste Ecke. Wahnsinn. Keine Schüsse, aber Ecken. Und noch eine. Also nach Ecken gewinne ich. Jetzt kommt Distanzschuss. Was machen die da eigentlich? Das habe ich denen nicht so beigebracht. Abschluss oder... nee, nicht. War das ein Schuss oder eine Flanke? Niemand wird es je erfahren. Es war scheinbar kein Schuss. Laut Statistik. Ei, ei, ei. Oh, jetzt komm. Ich krieg bestimmt einen Konter. Warum steht der denn so frei? Nein, weg mit dem Ball, einfach weghauen. Warum ist da einer? Warum ist da keiner von mir? Wohin spielt der denn? Was macht der? Das ist schön. Also dafür, dass du schon so viel Schüsse hattest, schlagen wir uns noch tapfer. Gott. Das ist meine Devise. Hm. Oh. Ich muss was ändern. Ich muss definitiv was ändern. So geht das hier nicht weiter, ey. Jetzt werde ich noch irgendwie halbwegs kreativ, glaube ich. Keine Ahnung, ob das funktioniert, aber... Also eigentlich müsste ich
mehr schießen. Das wird sich noch rächen. Du schießt noch auf jeden Fall ein Tor. Ach, sag das nicht. Ich glaube dann nicht. Aufs Tor. Nur ein Tor. Mann, warum haben denn so viele hier eine gelbe Karte? Das stört mich. Gott. Ach komm. Die Liebe kommt jetzt ins Spiel. Ganz viel Liebe. Sagt Hallo zu Amor. Ben Amor. Mohammed, Amine, Ben Amor. Ah, da ist er schon. Da ist er, genau. Da die ist Liebe er. Schlägt den Ball ins Aus. Ist das jetzt euer Ernst? Schon wieder ein Einwurf, ein Highlight, ey. Ja, da kommen sie nicht durch, durch tunesische Bollwerk. Rennt er einfach mal. Weißt du, scheißegal. Draufgehen? Nee. Komm jetzt hier. Boah, was ein Pass. Na, geh doch drauf. Isliti gefällt mir bisher ganz gut. Der kriegt zwar keine Flanke hin, hat aber ab und zu einen Ball und könnte was draus machen. In der Theorie. Der scheint mir auch am aktivsten bei dir, zumindest in der Offensive. Oh, was ein Tackling. Nee, es geht keiner hin, um irgendwie die Ecke zu verhindern. Ist ja scheißegal, ne? Die wollen den Eckenrekord machen. Ich glaube auch, ey. 11 Ecken. Wahnsinn. Insgesamt. Wie ist die Verteilung? Ich habe 7, du hast 4? Ja, genau. Träumsche hier. Ach ja, komm. Attacke. Oder so. Sag der Attacke und du kriegst eine Chance bestimmt wieder hier. Ich kenne das Spiel doch. Es ist echt ungewohnt, wohin? Wenn man plötzlich erweiterte Highlights. Oh Gott. Statt entscheidenden Highlights hat. Was da für ein Murks dabei ist. Wir sehen wenigstens das Spiel. Obwohl ja. Naja, es war ganz knapp, nur 6 Meter. Ja, besser als dein erster Schuss. Ja, boah, stimmt auch wieder. Es kommt Highlight auf Highlight hier einfach. So ist das Spiel. Die zeigen das ganze Spiel. Weißt du, kommt so ein Pass, kommt auch noch an, ey. Gegen die Wade, ey. Er kommt näher. Das ja. Waren jetzt 4 Meter. Das gefällt mir nicht. Oh. So nicht wahr. Das ist jetzt auf deiner Seite. Huch. Nein, was ist denn da los? Ich hätte jetzt so gelacht, wenn der jetzt gegangen wäre. Also deine Spieler schießen gerne andere Spieler an, ich merke das schon. Ey, das war der erste Schuss aufs Tor. Yeah. 60 Minuten, obwohl es ist 57 Minuten. Oh, der Pass kommt an. Oh. Das sind die Phasen, wo ich schwanke. Hm. Wo du jetzt das 2-0 schießt. Na komm. Naja. Ich habe immer Angst noch, dass der den selber sich reinlenkt. Ich habe schon viel gesehen. Ah. Ich könnte sogar noch einmal wechseln. Ja, Wahnsinn. Huch. Ich würde jetzt Highlight Ende. Einmal gelbe Karte zeigen. Ah, schön. Ah, ne, jetzt geht's doch weiter. Oder auch nicht. Hast du deinem Spieler gerade gesagt, er soll nicht so aggressiv sein? Nee, ich wollte auswechseln, aber die Bank ist nicht gut. Yay, yeah, abseits. Meine linke Seite ist nicht produktiv. Oh je. Oh, Ben Amor. Beste Einwechslung ever. Na komm, immer den Ball annehmen, schön annehmen, den Ball kontrollieren. Wie hat eigentlich mein Team es geschafft, gegen Serbien nach einem 0-3 zur Halbzeit 3-3, dann 3-4, 4-4 und dann 5-4 gegen Serbien zu gewinnen? Das frage ich mich jetzt noch immer. Das war das Jahrhundertspiel für Tunesien. Ja, das ist es wirklich, weil danach, ich glaube, ich habe 5-1, 6-1 verloren. Oh Gott. Hau doch direkt drauf. Nein, das ist für die Statistik, für die Eckenstatistik. Das ist doch unmöglich, ey. Oh.
Ach, wer braucht irgendwelche Twitch-Livestreams, wenn man hier so ein Spiel sehen kann im Nachhinein? Ich brauche hier Brasilien. Alter, wo spielt er? Hey, links, rechts sind 1000 Spieler frei für einen Konter. Er spielt nach vorne. Das ist unglaublich. Na komm, hau drauf. Oh Gott. Ja, ja. Oh nein. Ben Youssef hier. Komm jetzt hier. Ich rieche Gefahr. Nein. Ich auch. Komm! Oh! Ja. Die beste Chance hier, ey. Jetzt wird ausgewechselt, das läuft hier nicht so weiter. Ich gucke jetzt auch mal, ob ich noch was taktisch hier verändern kann. Komm, das geht hier noch. Obwohl, nee. Ach, der ist noch gar nicht umgestellt. Wann mache ich denn hier? So. Kein Wunder, dass meine Taktik nicht klappt, wenn ich die eine wichtige Sache noch nicht geändert habe. Den Haken bei Exploit dran zu packen. Ja, komm. Was denn jetzt? Oh. Warum zeigst du das? FM, warum? Da ist der neue Mann. Oh ja, ich sehe es. Hey Safi. Da ist der andere neue Mann. Godosch. Oh ne, der alte Mann. Oh. Wunderschön, so kann es weitergehen. Obwohl, nee, dann komme ich auch zu keinen Chancen. Oh. Ich habe Angst, dass ich ein Tor kassiere. Das 1-0 ist nicht sicher. Und du kommst jetzt inzwischen viel öfter. Ja. Hm. Genau. Jetzt schön ein Konter, komm. Er rennt. Und er verliert den Ball. Oh Gott. Oh, ey. Das Schlimme ist bei diesen Highlights, man weiß echt am Ende nie, wo die hingehen. Weil man denkt so, oh, jetzt kommt die Riesenchance für einen und dann kommt doch noch so ein Konter, ey. Ja, genau. Oh Gott. Stark gehalten von Hassen. Ist noch nicht zu Ende? Okay, ist zu Ende. Nee, noch immer nicht. Das ist ein sehr highlightvolles Spiel. Ja, das gefällt mir gerade nicht so. Ja, oh. Ist nix da, nicht mit Hassen. Aber das mit dem Highlight, was du gerade gesagt hast, das stimmt schon. Ich bin vorne und ich denke mir, ja, jetzt wird das ein Tor für mich. Auf einmal kriege ich einen Konter rein und verliere das Spiel. Ich glaube ja jetzt auch nie dran, wenn ich mal den Ball habe am Anfang als Highlights, dass sich da unbedingt eine Chance draus entwickelt. Das könnte auch eine gelb-rote Karte werden. Oh, schöner Ball. Komm. Was? Nein, was? Nein, der war doch drin. Was war das denn? Wie geht denn der nicht rein? Oh mein Gott. Oh. Ich muss irgendwas ändern oder so. Es läuft ja nicht gut. Ich finde, das läuft super, also halbwegs. Kann ich endlich mal einer durchfutschen, so einen Rückpass? Nein. Ach je. Es sind 314 Pässe für dich, 218 kamen an. Das ist nicht viel. Das erklärt, warum mir der FM gesagt hat, auf kurze Pässe setzen. Och Leute, ey, weißt du, alles läuft wieder zurück. Na komm. Nein, oder? Nein, also jetzt geht's. Ja, das wird... Na, jawohl. Ich sag dir, ich verliere 2-0. So, jetzt ich halt enorm, ich bin echt zum Stein von mir jetzt. Das war doch in Ordnung. Das ist ja schon wieder das nächste Heile. Ich kann gerade nichts ändern. Ich habe was vergessen zu ändern. Mein Gott. Ich will nochmal was ändern. Ich guck gerade einen Spieler an. Vielleicht liegt es daran, dass dass das ein bisschen langsam wurde. Ja, der wird ausgewechselt. Das ist wunderschön, diese Standbilder, wenn die Leute immer so noch laufen. Auf der Stelle. Warte auf nächstes Highlight. Ja, komm. Ich
will noch was ändern. Ja, jetzt. Komm, jetzt kommt die Taktik hier wieder. Ah, ich weiß. Ah, das habe ich natürlich vergessen, ich Idiot. Ich glaube, die 2000 Stunden FIFA FM 2018 haben sich gelohnt. Oh Gott. So viel habe ich noch lange nicht. Ich sag mal, davon sind 100, 150 Stunden eingeschlafen vom Rechner. Am Wochenende, ja, gut. Also. Gut, hast du trotzdem gefühlt noch eingeschlafen, mehr als ich in Summe. Nein, nicht ganz, aber. Das habe ich. Ich glaube, ich habe 300 mittlerweile. Ist auch schon eine gute Leistung für mich. So, ich will jetzt endlich mal eine Chance. Ich will jetzt zumindest ein Tor in diesem Turnier haben. Nein! Ach, du hast doch gar kein Tor, komm. Nein! Obwohl, nein, meine Tordifferenz, es tut mir leid, ich kann nicht. Ich habe bisher 4-0, 3-0 und gerade 2-0. Es tut mir sehr leid, ich würde dir sehr gerne einen Tor gönnen, aber das wird doch jetzt eine rote. Yay! Yeah. Jetzt kann ich drauf, jawohl. Jetzt kann ich auch Dingens Attacke hinstellen. Ach, scheiß drauf, jetzt gehen. So, jetzt auch alles egal, ey. Es ist jetzt alles egal. Ich versuche, ich werfe alles nach vorne. Ich spiele ein 0089. Und nicht, dass ich noch zwei Tore kriege. Ich kann diesem Team einfach nicht vertrauen. Ja, weißt du, ich vertraue meinem eh nicht. Aber zumindest ein unterhaltsames Spiel haben wir. Das auf jeden Fall mit sehr vielen Highlights. Mhm. Sehr viele Pässe irgendwo hin. Also dieses Spiel geht jetzt schon mal länger als beide anderen Spiele zusammen bei mir. Da hatte ich auch erweiterte Highlights. Es ist der Klassiker, Tunesien gegen Iran. Wer kennt es nicht? Jeder. Ja, zu Recht. Jetzt brüte doch taktisch nicht so viel aus, es ist doch ekelhaft. Ach, ich auch, ich Vogel. Ich habe nicht auf Spielen gedrückt. Ah. Ich denke mir, du machst was und warte die ganze Zeit. Ach so, auch schön. So kann man es auch in die Länge ziehen. Oh. Nee. Na, komm jetzt. So geht das natürlich auch, einfach einen Ball bei der Ballannahme verlieren. Was? Ah, Abseitsfalle. Ist das doof. Hat die zugeschlagen. Diese Ballannahmen teilweise. Ja, nein. Geht doch einer mal drauf, ey. Holt euch doch mal den Ball. Komm, ein Tor noch. Nein. Oh Gott, nein. Das war doch ein schöner Ball. Spiel doch in die Mitte, das sind doch 10 Leute. Ja, nicht ganz. Dann wäre der Torwart auch vorne. Außer du siehst meine Verteidiger auch als Stürmer an. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Huch. Was war das? Ja, komm, los. Oh. Weißt du, okay. Oh, die letzten Minuten. Ballbehauptung. Oh Gott. Okay. Dieses Team macht mich fertig. Nimm den Ball doch an. Ist doch nicht so schwer. Abseil. Oh, der Typ ist zweimal oder so schon noch fest gewesen. Ich will noch ein Tor. Das ist meine einzige Sache, die ich noch mag und will. Und dafür müssten die irgendwie mal den Ball nehmen und nach vorne tragen. Gegen 11 Fouls. Das ist ein hartes Spiel hier. Uff. Tänzelt der auch noch aus, ey. Und noch eine Ecke. Oh, ich dachte gerade. Ich sehe immer nur 11 Meter, wenn so ein Pfiff ist. Na komm, ich will noch. Jetzt kommt kein Highlight mehr, ne? Toll. So, jetzt kommt noch ein Highlight. Wie vorhergesagt. 2-0 verloren. Glückwunsch. Dankeschön. Es war ein sehr schönes Spiel. Ja. Wenn wir nicht gewinnen, dann treten wir die zumindest kaputt. Oh Gott. Oh Gott, Statistiken mal gucken. Hä? Nee, Spielerstatistiken? Nee, das hilft mir jetzt auch nicht weiter.
Kann ich mir irgendwie noch die Statistiken hiervon genauer angucken? Will ich das wissen? Analyse. Spielstatistiken. Spielstatistiken. Hier, klare Torchancen. 1 zu 1 nur. Na toll, das hätte ich auch unentschieden spielen können. Ich habe ja gesagt, dass meine. Ich habe zwar viel geschossen, aber ob das wirklich effektiv war, ist die andere Sache. Mein Team ist einfach doof. Das kommt einfach nicht mit meiner dänischen Taktik zurecht. Die sind einfach nicht offen für Neues. Vielleicht sind die einfach nicht in der Kapazität. Ja, die haben mich einfach nicht verstanden. Du hattest einen Dejaga dabei, die ich irgendwie dolmetschen können. Ich hatte keinen. Das war auch mein Co-Trainer quasi. Ja, was hast du ein Glück. Aber es war ein schönes Spiel und diese, oh Gott, diese Folge, die ich hochladen werde, geht über 30 Minuten. Gut, dass ich das nicht alleine kommentiert habe. Das wäre eine Katastrophe geworden. Ich rede ja gerne viel und murks, aber oh, das wäre zu viel gewesen. Eieiei. Gut, ich danke dir. Ich wünsche dir noch viel Erfolg beim Turnier. Sei das Panama 2.0, sei besser als Panama. Hau die alle weg. Ich bin jetzt ganz klar dafür, dass du hier Gruppensieg holst. Ich bedanke mich herzlich. Ich versuche mein Bestes. Alles klar. Na dann. Man schreibt sich. Mach's gut, John. Tschüss. Ciao. Ciao.